Moin Moin und Hallo! Wir sind zurück bei der, Dan hat seine Arbeit seinem Agenten geschickt, der froh war darüber, dass Dan zurück auf der Spur ist. Tja, sie sind beide zuversichtlich, dass Dan ein gutes Buch schreiben wird. Wir befinden uns jetzt übrigens beigeläufig bemerkt in einer neuen Folge und einem neuen Kapitel. Am nächsten Tag hat Dan einen Tommy versprochen, dass er mit ihm in den Wald geht und nach Pfeilspitzen sucht. So, sie haben es kaum in den Wald geschafft, bevor Tommy zurück musste. Tommy hat angefangen zu weinen, aber Dan konnte ihm auch nicht wirklich helfen. Klingt nicht so gut. Ein paar Nächte später haben Dan und Linda einen Babysitter besorgt und sind in die Stadt gefahren, um ein Date zu haben. Dan hat Linda mit einer Halskette überrascht und Linda hat ihn mit einer Uhr überrascht. Als sie zu Hause ankamen und Tommy geschlafen hat, sind sie nach oben gegangen und haben Liebe gemacht. Sie haben noch 2 weitere Monate an der Küste und ihre Story hat gerade erst begonnen. What? The Inheritance? Dan hat einen Brief bekommen mit irgendeiner überraschenden ... Irgendjemand hat Lichter im Haus ausgeschaltet. Lichter, die ausgeschaltet sind, können nicht mehr von dir in Besitz oder von uns in Besitz genommen werden. Ja, und damit sind wir jetzt im zweiten Kapitel oder im zweiten Monat des Spiels. Und wie gesagt, irgendwo vor ein paar Minuten oder vor ein paar Sekunden war ein merkwürdiger Schnitt. Das tut mir unheimlich leid, aber das Spiel hat ein Pacing, da kam ich einfach nicht hinterher. Und ich muss dazu sagen, im ersten Kapitel oder im ersten Monat ist bei meinem ersten Durchspielversuch was komplett anderes passiert. Das heißt, wenn ihr dieses Let's Play seht und sagt, oh ja, da kenne ich ja das Spiel schon, da muss ich ja jetzt nicht das Spiel kaufen. Arschkarte. Das Spiel ist unheimlich vielfältig, denn je nachdem, wie ihr euch entscheidet, passieren andere Dinge. Und dementsprechend, holt euch das Spiel. Es ist eine Empfehlung. Ich mag es wirklich sehr gern. Und wir lesen mal kurz den Brief hier. So. Mal sehen. Egal, ob ihr Kind Kunst und Crafting, also Minecraft, Schwimmen, Sport, Recreation, wie auch immer, keine Ahnung, Singen oder Entdecken, egal was ihr Kind mag, sie finden es an Camp Emerald Lake. Wir wissen, dass jede Familie individuelle Bedürfnisse hat und wir versuchen so flexibel wie möglich zu sein. Täglich, wöchentlich und monatliche Pakete sind im Angebot für und auch mit inklusive Übernachten und Abholoptionen. Unsere Lifeguards, also sprich unsere Aufseher, sind voll zertifiziert und jeder Counselor ist trainiert, um quasi die aktuellsten Techniken im irgendwelche Herz-Kreislauf-Trainingstechniken zu kennen. Unser Ziel ist es, Spaß zu haben, aber unsere Priorität ist Sicherheit. Das klingt ja echt wie ein wie eine Werbenachricht. Wird langsam heiser, merke ich gerade. Warum auch immer. Die inkludierte Broschüre enthält Informationen für all die aufregenden Möglichkeiten bei Camp Emerald Lake. Wir sind sicher, Sie finden viele Dinge, die Sie mögen werden. Und wir hoffen, Sie und Ihr Kind bzw. Ihr Kind bald zu sehen. Wäre das eine Möglichkeit, den Jungen loszuwerden, wenn wir ihn in das Camp schicken? Ich meine, hier ist zum Beispiel wieder ein Brief, ein Bild von dem Jungen, wie er Frisbee spielt mit seinem Freund ohne Nase. Nein, die Lampe da hinten ist aus. Das kann ja wohl nicht angehen. Wie soll ich denn jetzt da hinten ins Arbeitszimmer kommen? Die Lampe ist aus. Och, Menno, echt jetzt. Sei denn natürlich, ich finde irgendwie einen Weg von der Lampe. Nee, von der Lampe können wir es nicht sehen. Und hier auch nicht. Hier auch nicht. Wir kommen gar nicht mehr ins Arbeitszimmer, weil die Lampe aus ist. Da liegt ein Brief. Also, da ist Fuddy. Once it's out there. Ach, sein Buch. Wir müssen den Brief auf dem Tisch lesen. Komm nicht mehr in ihr Arbeitszimmer rein, weil wir da keine Lampe mehr haben, die an ist. Hallo?
ging gerade die Tür des Jungen auf. Mommy said Daddy's just busy. Ja, Daddy liebt dich noch. Glaube ich. Das ist aber echt fies, dass die Lampe im Arbeitszimmer aus ist von ihr. So. Dan, ich hoffe, dir geht es gut. Ich habe die Adresse von deinem Vater. Ich hoffe, sie ist korrekt. Ich komme direkt zum Punkt. Wenn dein Cousin Richard, letztes Jahr gestorben ist, haben wir entdeckt, dass sein Pfeifenladen sehr gut lief. Er war nicht reich, aber er konnte komfortabel leben. Was? Als wir quasi seinen letzten Willen durchgegangen sind, ist uns aufgefallen, zu unserer Überraschung, dass er gewünscht hat, dass sein Besitztum unter allen lebenden Blutsverwandten gleichmäßig aufgeteilt wird. Er reserviert den Löwenanteil seiner Besitztümer reserviert er jedoch für seine direkte Familie, also für seine direkten Angehörigen. Und ich bin sicher, du wirst das verstehen, aber es gibt eine Portion für dich, die auch für dich reserviert ist. Inkludiert ist ein Scheck für die volle Summe. Ich hoffe, du wirst dieses Geld in Ehren halten, indem du es zu gutem, indem du es gut anlegst und nicht einfach verprasst. Oh, that looks good, honey, yeah. What? Ich hoffe. It's just. Matt? Oh, das mit den Arrowheads. Ich habe in der letzten, im ersten Durchspielen habe ich quasi länger oder überhaupt Zeit mit dem Jungen verbracht. Da hat er tatsächlich Pfeilspitzen gefunden und ist nicht heulend quasi nach Hause gegangen. So wie jetzt. So. Weil das lief ja nicht so prickelnd. Wir müssen uns nochmal hineinversetzen in den Kleinen. Zack. What about your rocket? I already played with it. Der Junge hat schon mit seiner Rakete gespielt. Nein, ihr niveaulosen Leute. Husch, husch. Weg von diesem Video. So, der Junge hat also schon mit seiner Rakete gespielt. Dann gucken wir mal nach. Weil hier, diese Lampe ist aus. Wer hat die ausgemacht? Die ist noch an. Das heißt, wir müssen quasi irgendwie... Mal sehen, von wo aus kann man diese Lampe sehen? Also von hier aus kann man die Lampe nicht sehen. Vom Bad aus kann man sie auch nicht sehen. Echt, wir müssen tatsächlich in dieses Zimmer schleichen und diese Lampe in Besitz ergreifen und kommen dann auch hier nicht mehr wirklich raus. Den können wir immer noch lesen? Erstaunlich. Ja, das ist ja echt fies, dass die Lampen jetzt aus sind. Da hätte ich doch mal lieber den Modus gewählt, wo man mich sehen kann, sozusagen. Nee, andersrum, wo man mich nicht sehen kann. Ach, da ist der Junge wieder. Okay, gut. Wir sind total der tolle Vater, würde ich sagen. Beziehungsweise nicht wir sind der Vater, sondern der Vater ist ein total toller Vater. Ja. Huch, da kommen wir doch raus. Blub. Zack. So, mal sehen. Das da hinten haben wir gesehen. Das haben wir gelesen. Was gibt's hier noch? Hüpp. Hüpp. Problem ist ja, wir müssen da mal ins Zimmer rein. Aber ich habe Angst, wenn ich da reingehe. Von hier aus komme ich da nicht ran. Der Junge macht seine Tür zu. Das ist ja fies, da komme ich ja gar nicht rein. Das ist ja fies. Na gucken, was hier liegt. Das literarische Register Mai-Edition. Das ist immer noch dasselbe. Oh, ein Brief. Dan, ich habe es mir angeguckt und der Typ bei dem Literari-Register hat gesagt, dass dass vor Release-Werbung die Vorabbestellung ein bisschen antreiben könnte. Es ist sein Job, Werbung zu verkaufen natürlich. Dementsprechend musst du es immer mit einer Prise Salz nehmen sozusagen. Normalerweise überlasse ich diese Sachen den Leuten in der Marketingabteilung. Also bin ich eigentlich quasi nicht so wirklich tief drin in der Materie. Aber ich habe mit ihnen gegengecheckt und sie haben dasselbe gesagt wie ich. Also solltest du vielleicht Werbung machen für dein Buch, wenn es gut ist. Du willst natürlich nicht dich über Preis verkaufen und dann unter Preis liefern sozusagen.
Ich muss natürlich sagen, das ist das erste Mal, dass ich so ein Angebot für extra Marketing jemanden zuschicke. Bist du dir sicher darüber? Es gibt keine Rückversicherung, also ich zahle dir nichts zurück, wenn wenn das Buch quasi untergeht, dann schuldest du mir das Geld, so. So. Scheiße übersetzt, aber ja. Du hast Drive sozusagen, um mit dieser Idee zu kommen. Ich gebe, ja, das lasse ich dir. Denk drüber nach und lass mich wissen, wie es ist. Gezeichnet Bob. Ich frage mich gerade. Search the House for More Clues bei Tommy und Dan und Linda. Ich frage mich gerade, was passieren würde, wenn ich im Endeffekt in so einem Raum gefangen bin. Also wenn ich jetzt in Tommys Raum gehe. Ist Linda jetzt eigentlich permanent bei sich da in dem Raum? Und wo ist der Ehemann? Da, Linda hat ihren Raum verlassen. Get out of the house. Ich wage es einfach mal und schleich da rein. So. Da. I called the co-op today. It isn't wildly expensive, but it sure doesn't fit into the budget. It was a bigger letdown than I thought, not being able to just sign up on the spot. It gets so lonely here sometimes. And I think Tommy's starting to feel it too. We try to play with him every day, and the woods here are pretty magical for someone his age. But kids need to be around other kids sometimes. He can only play with his cars so often. Sometimes I wish there were actual neighbors here. The only friend he's made is Davey, but seeing them at the park once in a while isn't the same as having someone to pal around with every day. It's summer vacation and he's pretty much all alone. Okay, wir müssen den Jungen also ins Sommercamp schicken. Ist hier sonst noch was? Nö. Kommt da jetzt wieder jemand? Wir können ja leider nicht in diese Lampe da wechseln. Wie fies. Kann jemand die Haustür aufmachen? Dann kann ich da hinten in die Lampe. Da ist sie wieder. Just be around, people. Hopp, einmal rein in die Gedanken der Frau. Was denkt sie denn? The entire world's out there. Aha, sie fühlt sich also eingeengt hier. Ich hoffe nicht von uns. So, hier ist nix. Hüpp. Da sitzt sie wieder am Fenster und schreibt in ihrem Tagebuch. Dann spannen wir ihr mal über die Schulter und gucken, was da so drin steht. We watched Alfred Hitchcock Presents. It was the one where the guy thinks a snake is on his stomach under the sheets and they spend the whole episode trying to figure out if he's right or not. Dan hates snakes, so we were both holding each other, scared to death. It was great to have a normal evening again. We've been sticking to the 7 o'clock rule and I can tell it's making a difference. We've started planning our days around making sure to be there, and we even have a new tradition. When we sit down, we each tell the family the best thing that happened to us that day. It's a small thing, but sometimes the small things can make a big difference. Aha, du setzt dich also hin und sagst, hey, heute habe ich einen 20-Euro-Schein in der Regenrinne gefunden. Ist das nicht toll? Und ein anderer sagt, hey, heute habe ich mein Auto zu Schrott gefahren. Ist das nicht toll? Ja, okay, gut. Wir haben alles in Linda quasi herausgefunden. Und ich sollte vielleicht wieder in irgendeine Lampe zurückkehren. Linda, read her thoughts for the final clue. Nice to put my painter back to use, but Tommy really needs some company. Ah, sie will sich was? Okay, sie hat Bedenken wegen Tommy, will aber gerne ihre Malutensilien zusammenpacken. So, das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich entscheiden. Moment, wir haben ja noch gar nicht... bei Tommy müssen wir noch rausfinden und bei Dan müssen wir auch noch seine Erinnerung durchgehen. Wo ist Dan eigentlich? Da, Dan sitzt da und... komm hier nicht raus. Verdammt.